Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Runde The Hero Brian. Ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte nichts mehr auf dem Sahelf-Server aufnehmen. Ihr wisst ja wieso, wegen Unfreundlichkeit der Staff-Member, also des Teams und Missverständnissen. Und ja, ihr kennt die Geschichte ja. Auf jeden Fall, ja, hat mir ja jemand, bevor er von dieser ganzen Geschichte wusste, und ich sage ja auch immer, nee, kauft mir keine Pässe. Auf jeden Fall hat mir einer 10 Pässe gekauft und die möchte ich auch noch verwerten, also die 10 Pässe, die er mir gekauft hat. Und Leute, ich sage es nochmal, ich möchte keine Pässe haben, ich möchte auch nicht, dass die mal Premium kauft, das möchte ich einfach nicht. So, und derjenige hat mir trotzdem Pässe gekauft, also 10 Stück, DH2E oder D2HE, ich weiß jetzt nicht mehr den ganz genauen YouTube-Namen, aber ja, er wird sich gegrüßt fühlen. Ich werde vielleicht auch nochmal, nee, ich werde nicht nur vielleicht, ich werde auch den Usernamen nochmal in die Beschreibung schreiben. Oder den Link in die Beschreibung packen. Dann wisst ihr ja, welcher User gemeint ist. Also D2HE oder DH2E, aber ich glaube eher D2HE. Ach, ist ja auch egal, die Namen sind hier so kompliziert. Auf jeden Fall, ja. Ist auch The Hero Brian nur auf The Hive spielbar. Und deswegen, ja, weil ich noch The Hero Brian spielen möchte, kann ich es halt auch nur auf The Hive spielen. Und da dachte ich mir, benutze ich doch die 10 Pässe, die ich hier bekommen habe, die 10 Hive-Pässe. Für The Hero Brian und werdet da 10 Mal halt Hero Brian, kann euch 10 Hero Brian Runden bringen. Und ja, ist ja ganz nett zum Anschauen, The Hero Brian. Und wow, ich bin Hero Brian, wer hätte das gedacht? Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir schauen mal, was wir hier reißen können. Und ja, ich werde einfach die 10 Pässe halt, wie gesagt, für The Hero Brian aufbrauchen. Ich denke mal, das ist in Ordnung, weil der User, der mir die Pässe geschenkt hat, auch unbedingt wollte, dass ich The Hero Brian spiele, beziehungsweise mehr The Hero Brian spiele. Und da denke ich mir, wenn ich mehr The Hero Brian spielen soll und er mich gut findet als Hero Brian, dann werde ich die Pässe auch für diese Hero Brian einsetzen. Und wieso leckt das gerade? Das raff ich gerade nicht. Das leckt gerade total. Leute, das leckt total. Wisst ihr was? Ihr kriegt hier erstmal schöne Bad Bombs. Explodiert meine Bad Bombs. Wow, scheiße. Das hat mir was abgezogen. Wow. Eieiei, da lieber nochmal die Dreamweaver Bandage genommen. Und den Typen hier schnell umgekloppt, weil der Typ sich gerade gar nicht wehrt. Und den Typen hier mit der Shard. Warte mal. Gift. Gift. So, und jetzt kloppe ich auf den Typen mit der Shard drauf. Auf den Typen mit der Shard. Auf den Typen mit der Shard. So, wunderbar. Shard-Type ist tot. Dann stirbt dieser Shard-Type hier noch. Die mit der Shard, die müssen immer sterben, Leute. Die mit der Shard, die müssen verrecken. Lol. Der hat die Shard auch noch gecaptured. Nee, er ist tot, aber er hat die Shard noch irgendwie gecaptured. Okay. Und jetzt heißt es einfach nur Scheiße. Jetzt heißt es nicht nur Scheiße, sondern jetzt heißt es, die Leute einfach einzeln töten. Einfach gucken, wie man die töte, wie man die Leute am besten einzeln töten kann. Ah ja, das ist gerade kompliziert. Ha, du zielst so schön mit deinem Bogen. Du wirst jetzt sterben. Du Typi hier, du wirst verrecken. Genau du hier. Nein, hey, 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 nicht ich, nicht ich. Ich werde nicht sterben. Ihr werdet sterben hier. So, und du da hinten, du wirst geblendet. Oder ich werde geblendet. Und wieso schlage ich eigentlich mit der Axt drauf? Ich habe doch das schöne Schwert hier. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade sehr, sehr Adrenalin geladen, sehr, sehr Action geladen. Und ich probiere gerade die Leute einfach nur irgendwie zu eliminieren. Irgendwie eliminieren. So. Dich hauen wir noch kaputt. Und oh nein, der Hund. Der Hund kann gefährlich werden. Ist uns aber zum Glück nicht zum Verhängnis geworden. So. Und du stirbst jetzt erstmal. Du kommst uns nicht mehr davon. So, und jetzt schaue ich mal. Wo ist der Schadträger? Der Schadträger darf nämlich nicht hier hinkommen. Um keinen Preis darf der Schadträger hier hinkommen. Und was schlägst du so in die... Wow, der hat mich getroffen. Ich wollte gerade sagen, was schlägst du so in die Luft? Du wirst sterben, mein Freund hier, du Ender. Was auch immer. Oh nein, scheiße, scheiße, der hat gleich die Schad. Scheiße, der hat die Schad. Egal. Egal, wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren als Hero Brian. Wir können noch gewinnen, Leute. Wir können noch gewinnen. So, weil wenn wir den jetzt hier ausnocken, dann sind wir schon mal ein Survivor los. So, dich werden wir mal ausschalten. So. Dann schnell die Bandage nehmen. Dann werde ich euch hier mal Chemical Grenades hinwerfen. Viel Spaß damit. Dann noch hier eine Giftbombe und noch eine Giftbombe. Und dass du mich hier so triffst, das verstehe ich gar nicht. Nee, tut mir leid. Ihr müsst hier alle sterben. Ihr müsst alle sterben. Tut mir leid. Ihr müsst alle sterben. Sorry, aber ihr werdet draufgehen. Ach so, ja, du musst auch noch sterben. Jetzt stirb doch mal. So, und jetzt habe ich noch ein Herz, sehe ich gerade. Das ist natürlich absolut scheiße. Vor allen Dingen, wenn ich den Schadträger ausschalten will. Bin ich tot? Nee, gut. Dann muss ich einfach irgendwie so... Scheiße, scheiße!
Nein, du darfst die nicht zurückbringen. Den Schadträger muss ich irgendwie von der Seite ausschalten. Nein, du tötest mich nicht. Nein, ihr tötet mich beide nicht. Scheiße, jetzt ist böse. Es sind noch drei Leute da. Da oben steht einer mit dem Bogen. Und ich bin gleich menschlich. Oh, wow, wow, das ist eine spannende Sache, Leute. Ich bin human, now get him. Nein, scheiße, ich habe auch ganz wenig Leben. Dann verziehe ich mich mal lieber. Hier rein. In dieses Spaßhaus, in dieses Spieleland gehe ich. So, jetzt ist hier doch eine schöne Rutsche, boah. Eieiei, ich warte hier, Leute. Ich bin hier der Hero Brian und warte schön auf meine Opfer. Vor allen Dingen, ich habe einen Gifttrank und ein Eisenschwert. Das Sword of Chances. Oh, hat sogar Schärfe 2. Okay, ein Eisenschwert mit Schärfe 2 könnte was werden. Der kriegt erstmal einen Gifttrank, wenn er gleich kommt. Wenn er kommen sollte, kriegt er einen Gifttrank reingeworfen. Scheiße, ey. Wir haben hier noch 3 Survivor. Das ist sehr, sehr schwierig. Da hinten hüpfen sie alle rum. Ich warte. Ich tut mir leid, Leute. Auch wenn es jetzt nicht so viel Action ist. Ich war am Anfang so Action geladen, ne? Ich habe gar nichts auf die Kette bekommen, weil ich einfach voll in der Action drin war. Puh, und jetzt muss ich ein bisschen runterkommen und die 3 Leute gezielt ausschalten. Brawl Punch, Always Wins und Oromiku. Ah, die haben aber Always Wins. Okay, das ist falsch geschrieben. Also gewinnt der nicht immer. Aber na, egal, wir schauen einfach mal. So, Always Wins wird dann hoffentlich nicht immer gewinnen hier. Ich laufe hier einfach mal immer schön rum. Ich habe ja immer noch meinen Speed. Und dann schaue ich mal. Da hinten habe ich einen gesehen. Hier hinten habe ich dich, mein Freund. Hier hinten sehe ich dich. Ich hoffe, es kommt kein anderer und der dreht sich nicht um. Denk dran, dreh dich nur nicht um. Dann ist alles in Ordnung. Hey, wieso stirbst du nicht? Wo ist er denn hin, ey? Hör doch mal auf mit dem Quatsch. Hier, da habt ihr eure Gifttränke. So, und jetzt haue ich erstmal ein bisschen schön ab. Laufen wir in eine Runde. So, dass die ein bisschen unter Gift leiden. Und schlag immer ab und zu ein bisschen drauf. So, damit hätten wir dann auch schon einen kaputt. Oromiku, du stirbst auch noch. So, wunderbar. Und da hätten wir es. Goodbye, cruel world. Da hätten wir gewonnen. Wunderbar. Always wins verliert und schreibt nice. Juhu. Auf jeden Fall, ja. Wer ist das dann von dieser Runde Hero Brian? Oder The Hero Brian, wie auch immer. Ich hoffe einfach mal, dass euch diese Runde gefallen hat. Und ja, würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.